Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video zum elektronischen Dampfen. Mein erstes Video wurde bisher von 37 Leuten gesehen. Darauf lässt sich ja aufbauen. Es hat jetzt etwas länger gedauert bis zum zweiten Video. Dafür habe ich jetzt eine neue Kamera mit Autofokus und mehr Tiefenschärfe. Ich habe jetzt neues Licht. Es ist nicht so dunkel wie beim letzten Mal. Ich habe eine neue Perspektive. Und ich habe ein externes Mikrofon, also ist dann hoffentlich auch der Ton besser. Und ich habe eine neue Haarfarbe. Die Brille ist nicht neu, die ist sehr alt, weil meine andere kaputt gegangen ist. Aber ich hoffe, dass ich dann auch bald eine neue Brille habe. Also alles neu. Und wie schon angekündigt, werde ich in den zukünftigen Videos ein bisschen Theorie voraussetzen. Deswegen werde ich in diesem Video die Grundlagen des Dampfens erklären und in Zukunft kann ich dann immer auf dieses Video verweisen. Also, die Frage ist natürlich, was passiert eigentlich, wenn wir dampfen? Das wurde ja in der Vergangenheit immer wieder überall erklärt, leider oft entweder schlecht oder falsch oder zumindest wenig nachvollziehbar. Wenn wir unsere Dampfe aktivieren, meistens passiert das per Knopfdruck oder per Unterdruckschalter, dann wird eine elektrische Spannung an einen Stromkreis angelegt. Das ist eine Potentialdifferenz, zum Beispiel zwischen den beiden Polen der Batterie. Vielleicht vergleichbar mit einem Bergsee. Wenn der Bergsee völlig ruhig ist, sobald das Wasser eine Gelegenheit bekommt, ins Tal zu fließen, wird es das auch tun. Und das ist das, was wir machen. Im Falle der Dampfe ist diese Gelegenheit dann der Verdampferkopf. Der besteht aus einem Heizdraht, also einem ohmschen Widerstand. Und ein solcher elektrischer Widerstand wandelt die elektrische Energie des Stroms, der ja durch ihn fließt, in Wärmeenergie um. Und diese Wärme lässt das Liquid verdampfen. Ganz einfach. Wie viel Wärme dabei erzeugt wird, also wie viel Dampf entstehen kann, das besagt die Leistung. Jetzt haben wir vier physikalische Größen behandelt in diesem kurzen Einleitungstext, nämlich die Spannung, den Strom, den Widerstand und die Leistung. Diese vier Größen werdet ihr immer wiederfinden in Texten über das Dampfen. Um die jetzt in Zahlen auszudrücken, benutzen wir physikalische Einheiten. Die Einheit der Spannung beispielsweise ist 1 Volt, die Einheit des Stroms ist 1 Ampere, die des Widerstands 1 Ohm und die der Leistung 1 Watt. Der Kehrwert des Widerstandes, also der Leitwert, der kommt auch ab und zu mal vor, wird in der Einheit 1 Siemens angegeben. Die vier Größen stehen in einer Abhängigkeit zueinander. Wird der Widerstand kleiner, nimmt bei gleicher Spannung der Strom und damit auch die Leistung zu. Wird die Spannung größer, nimmt bei gleichem Widerstand der Strom und die Leistung zu. Haben wir also zwei von diesen Größen, können wir die beiden anderen berechnen. Dabei hilft dieses Formelrad, was ich euch hier einblende. Das könnt ihr euch ausdrucken und an die Wand hängen. Machen wir ein Beispiel. Moment. Dieser Akku hier, der hat eine Nennspannung von 3,7 Volt, wie alle Lithium-Ionen-Akkus. Wenn er voll ist, ist die Spannung aber in Wirklichkeit 4,2 Volt. Und bei 2,5 Volt solltet ihr wirklich aufhören, ihn zu entladen, weil sonst entladet ihr nämlich tief und beschädigt ihn damit. Wenn wir einen mechanischen Verdampfer jetzt nehmen und diesen Akku da reintun, dann liegt diese Spannung am Verdampfer an. Hier Pluspol, Minuspol und kann durch den Verdampfer fließen. Hier habe ich einen Verdampfer. Der hat, das ist falsch rum, der hat ungefähr 0,5 Ohm. Wenn der Akku jetzt komplett voll ist und der hier kam gerade frisch aus dem Ladegerät, ich schraube den Verdampfer mal auf, dann wird der Verdampfer mit einer Leistung von 4,2 Volt hoch 2 geteilt durch 0,5 Ohm
betrieben. Also 17,64 Volt zum Quadrat mal 2 Siemens, also 35,28 Watt. So, dann machen wir das eine Weile und irgendwann ist der Akku leer. Dann sinkt die Leistung auf 2,5 Volt hoch 2 durch 0,5 Ohm, also 12,5 Watt. Ihr seht also, das ist ein großer Unterschied. Ein Drittel der Leistung, ein Drittel des Dampfes, daran ist leicht zu erkennen, dass der Akku jetzt geladen werden sollte. Geregelte Akkuträger bieten euch unabhängig vom Ladezustand des Akkus immer dieselbe Spannung. Ihr habt also, zumindest in der Theorie, vom ersten bis zum letzten Zug immer die gleiche Dampfleistung. Außerdem blockieren elektronische Akkuträger den Strom, wenn der Akku zu leer ist und schützen ihn dadurch vor der Tiefentladung. Vorhin habe ich noch eine weitere Einheit erwähnt, nämlich die Energie. Energie ist die Leistung mal die Zeit. Deswegen ist ihre Einheit dann eine Wattsekunde, auch ein Joule genannt. Wenn wir unseren Verdampfer bei 4,2 Volt, also 10 Sekunden betreiben, setzen wir damit 352,8 Joule um. Manche elektronische Akkuträger zeigen auch an, wie viel Energie sie bereits umgesetzt haben. Auf Akkus wird die Kapazität typischerweise in Milliampere-Stunden angegeben. Damit könnt ihr durch Multiplikation mit der Nennspannung die im Akku gespeicherte elektrische Energie bestimmen. Eine Stunde sind 3600 Sekunden. Bei dem Akku, den ich euch gerade gezeigt habe hier drin, sind das 2600 Milliampere-Stunden mal 3,7 Volt mal 3600 und das sind 34.632 Joule. Ich könnte damit also knapp 100 solcher Züge von 10 Sekunden nehmen mit meinem Verdampfer. Allerdings stimmt auch das nur in der Theorie, denn jeder Spannungswandler, wie er in elektronischen Akkuträgern vorkommt, hat einen Wirkungsgrad, der unter 100% liegt. Hat die Elektronik also beispielsweise einen Wirkungsgrad von 90%, bedeutet das, dass nur 90% der Wärmeenergie am Heizdraht umgesetzt wird, die restlichen 10% irgendwo anders, also im Akkuträgergehäuse, wo sie recht wenig zur Dampfentwicklung beitragen. Auch ein rein mechanischer Akkuträger, so wie der hier, hat noch Widerstände in allen Leitern, an allen Übergängen, also in den Federn, in den Gewinden und so weiter und so weiter. Das ist das, was man als Volt Drop bezeichnet, also als Spannungsabfall. Gemeint ist damit die Differenz zwischen der Akkuspannung und der Spannung, die tatsächlich an der Heizwendel anliegt. Und da der Widerstand des Akkuträgers konstant ist, wird der Voltage Drop umso größer, je kleiner der Widerstand des Verdampfers ist. Das ist eine der Tücken des immer beliebteren Sub-Ohm-Dampfens, also der Benutzung von Verdampfern mit Widerständen unterhalb von einem Volt. Ihr könnt euch vorstellen, wenn es zum Beispiel der Widerstand des Akkuträgers so bei 0,3 Ohm liegt, dann macht das bei einem Verdampfer, der von mir aus auch 0,3 Ohm hat, schon mal die Hälfte aus. Das heißt, letztlich ist nur die Hälfte der Leistung am Verdampfer, die andere Hälfte findet im Akkuträger statt und macht eure Hand warm und nicht das Liquid. So, reden wir doch nochmal von den Widerständen. Wovon hängt der Widerstand einer Heizwendel eigentlich ab? Zunächst einmal von der Länge des Widerstandsdrahts. Der Kreisumfang ist Pi mal Durchmesser. Der Durchmesser von einer Spule ist das Innenmaß der Spule plus der Durchmesser des Heizdrahts. Wenn ihr also mit 0,3 mm Draht auf einem 3 mm Bohrer wickelt, ist die Drahtlänge pro Umdrehung 3,3 mm mal Pi, also 10,36 mm. Wenn ihr damit dann 7 Wicklungen macht, dann seid ihr bei ca. 72,5 mm. Dann hängt der Widerstand natürlich noch vom Material ab. Der gerne benutzte Wickeldraht aus Kanthal D hat einen spezifischen Widerstand von 1,35 Ohm Millimeter Quadrat durch Meter. Dieser Wert gilt für Raumtemperatur. Bei höheren Temperaturen ändert sich die Resistivität, wie auch der spezifische Widerstand genannt wird. Und das ist die Grundlage für die Funktion von Akkuträgern, die eine einstellbare Temperatur haben. Der Widerstand wird also mit der Formel Widerstand gleich Resistivität mal Länge durch Fläche berechnet. In unserem Beispiel also 1,35 Ohm Millimeter Quadrat durch Meter mal 72,5 Millimeter durch Pi mal 0,3 Millimeter Quadrat
durch 4. Das letzte war die Formel für die Kreisfläche. Pi mal Durchmesserquadrat durch 4. Und als Ergebnis erhalten wir 1,38 Ohm. Das heißt, unser Verdampferkopf mit 7 Umdrehungen aus dem 0,3er-Draht auf der 3 mm Spule hat dann einen Widerstand von 1,38 Ohm. Jetzt lassen sich Widerstände auch kombinieren. Werden Widerstände hintereinander, also seriell geschaltet, ergibt sich ein Gesamtwiderstand in Höhe der Summe der Einzelwiderstände. Bei einer Parallelschaltung, also mehrere Widerstände nebeneinander, entspricht der Gesamtwiderstand 1 durch die Summe der Kehrwerte der Einzelwiderstände. Wenn die Widerstände gleich groß sind, kürzt sich das schön auf Einzelwiderstand durch Anzahl der Einzelwiderstände. Würden wir unsere Spule von vorhin also zweimal wickeln und parallel zu einer Dual-Coil zusammenschalten, dann hätten wir einen Widerstand von ca. 0,7 Ohm. Ihr seht also, das ist alles keine Raketenchirurgie. Alles, was beim Dampfen so passiert, lässt sich mit den Formeln erklären und nachvollziehen, bei denen ihr euch in der 8. Klasse gefragt habt, wofür ihr das im wirklichen Leben jemals brauchen solltet. In den folgenden Videos geht dann das Basteln los. Ich habe da schon ein paar tolle Ideen. Bis dahin, alles Liebe und bis bald. Tschüss!